Die vorinstallierten Apps von iOS sind hartnäckig und lassen sich leider nicht deinstallieren. Es gibt aber einen kleinen Trick, womit ihr sie zumindest verschwinden lassen könnt. Und den zeigen wir euch jetzt. Ihr kennt das bestimmt auch. Man hat einfach so viele Apps auf dem Homescreen, dass man zig Unterordner braucht, um Ordnung zu halten. Aber ein kleiner Fehler in iOS 9.2 sorgt dafür, dass ihr die Icons ganz entfernen könnt. Dabei geht ihr wie folgt vor. Ihr packt die unbeliebten Icons in einen Ordner. Mindestens zwei sollten es sein, damit der Trick funktioniert. Dann zieht ihr eine App auf die zweite Seite des Ordners und legt sie hier kurz ab. Bleibt direkt hier und nehmt die App nochmal auf und packt sie auf die dritte Seite. Aber diesmal lasst ihr sie nicht los. Mit der anderen Hand drückt ihr jetzt kurz den Home-Button. Das ist der Moment, in dem das Icon einfach davonfliegt und vom Homescreen komplett verschwunden ist. Und keine Angst, die App ist nicht wirklich weg. Ihr könnt sie zum Beispiel noch mit der Spotlight-Suche wieder starten. Und nach einem Neustart des Geräts sind die Icons auch wieder da. Der Trick ist so bestimmt nicht von Apple vorgesehen und könnte schon mit dem nächsten Update verschwunden sein. Bis dahin könnt ihr aber euren Homescreen aufgeräumt lassen.